Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Gothic 1. Heute geht es weiter an dieser Stelle, wo wir jetzt hier einen Weg hoch haben. Da waren wir das letzte Mal. Und mit ein bisschen Glück haben wir jetzt ein, wollte ich jetzt sagen, Ork-Lager gefunden. Aber genau das nicht, sondern das neue Lager. Schauen wir mal, das sind auf jeden Fall ein paar Dudes. Hallo. Wie sieht's aus? Geht. Hab nichts mehr zu rauchen. Oh. Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Na klar. Her damit. Bist du einer von den Dealern aus dem Sektenlager oder was? Wir können darauf nicht mal antworten. Vielleicht hätten wir darauf antworten können, wenn wir schon Teil des Sektenlagers wären. Und du rauchst bereits. Warum hat dir dein Kollege nichts abgegeben? Was bist du für ein Arschloch? Wahrscheinlich hast du recht. Hi, ich bin neu hier. Und? Ja, nicht mehr auf das Gefahr. Sind die jetzt Teil des neuen Lagers oder verstehe ich jetzt noch nicht so ganz? Was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Ich rauche mir an. Wenn du denkst, ich lass dich mal ziehen, vergiss es. Solange ich da nichts zu tun habe. Willst du mich nicht aufhalten? Mich fragen, was ich hier will oder so? Nein, ist mir zu viel Stress. Außerdem kann einer wie du sowieso nicht viel Schaden da drin anrichten. Okay, also sie sind definitiv nicht vom alten Lager. Nur, dass die halt rauchen, wobei... Nicht, ich glaube, das sind die vom neuen Lager. Wie sieht's drinnen aus? Das Übliche. Ruhig, bis auf ein paar kleine Schlägereien. Okay, das hört sich wirklich sehr nach neuem Lager an. Bandit. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen. Okay. Ah. Was muss ich über diesen Ort wissen? Im Zentrum der Höhle ist ein riesiges Loch voll Erz. Wenn du darüber nachdenkst, wie du da rankommen kannst, vergiss es. Ich hab's selber mal probiert, aber die Söldner passen Tag und Nacht auf. Okay. Wer ist hier der Boss? Kommst wohl gerade aus dem alten Lager, was? Hier ist niemand der Boss. Der verdammte Lee versucht zwar immer, uns an der Leine zu halten, aber wir machen, was wir wollen. Wenn es sowas wie einen Anführer unter uns gibt, dann ist das Laris. Aber der ist schlau genug, niemanden in seine Sache reinzuquatschen. Okay. Haben wir schon mal zwei Namen. Ich will bei euch mitmachen. Laris entscheidet, wer in die Bande aufgenommen wird. Aber wenn du zu ihm willst, musst du schon einen guten Grund haben. Zum Beispiel? Zum Beispiel jemand, der dich zu ihm schickt. Willst du mich nicht zufällig zu ihm schicken? Also wo finde ich... Aber zuerst mal der Typ, der sich hier aufspielt. Wo finde ich Lee? Wenn du die große Wohnhöhle betrittst, halte dich rechts und geh ganz nach oben. Wohnhöhle rechts oben. Okay, ich verstehe noch nicht ganz genau, was jetzt hier mit Höhlen gemeint ist, aber gut. Wo finde ich Laris? In der Wohnhöhle, ganz hinten links. Du kannst es nicht verfehlen. Sobald dich seine Jungs aufhalten, bist du richtig. Okay. Interesting. Dadurch, dass hier gesagt wurde, hier gibt es oftmals Schlägereien, würde ich sagen, könnten wir hier vielleicht ein bisschen häufiger speichern. Nicht, dass wir plötzlich von irgendjemandem aufs Maul kriegen. Ganz unvermittelt. Wo sind wir? Wir sind jetzt... Okay, also hier ist das alte... das neue Lager. So, genau, okay. Moment, aber müsste da nicht theoretisch in die... Oh. Ich hoffe, hier Stuff darf ich trotzdem pflücken. Hier in die Richtung müssten doch Viecher sein, oder? Kann ich hier dort lang schwimmen? Jo. Das ist quasi der Alternativeingang. Oh, hier sind Viecher. Ne, hier ist die Brücke, die zum alten Lager führt. Oder? Moment. Das werden wir, wenn dann, hier drüben sehen. Ob hier das alte Lager ist. Ja, aber das ist doch nicht die Brücke, die zum alten Lager führt. Oder doch? Ist es schon? Hä? Warum sind... Ich dachte, ich habe hier die Morlets damals platt gemacht. Vielleicht auch nicht. Egal, machen wir nochmal ein paar platt. Oder gehen wir erstmal hier rein? Hier ist auch nichts. Ich bin, ich war hier schon.
Ich dachte, die Viecher respawnen nicht. Ja, zwei haben wir, einer ist noch. Ja, nee, das ist die Brücke zum alten Lager. Ich dachte, wie gesagt, ich habe die Morrid. Warum verpisst sich der jetzt? Fuck off. Nee, ich glaube, ich habe die damals einfach nicht gemacht, weil ich noch nicht gewusst habe, wie man gut mit denen umgeht. Interesting, aber... Und das heißt... Nee, der Weg führt nicht irgendwie noch zum alten Lager. Ich dachte, da könnte man dann noch auf einem anderen Weg ins alte Lager... neue Lager. Dammit. Die... Nennen wir es einfach das Banditenlager. Nennen wir es nicht das neue Lager, nennen wir es das Banditenlager, weil gefühlt sind die... Ich meine, die heißen alle Banditen, also... Zumindest die, die wir jetzt gesehen haben. Außer die Torwächter, die ersten Torwächter. Aber ich denke mal, nennen wir es Banditenlager. Das wird, glaube ich, zumindest in meinem Kopf für weniger Verwirrung sorgen. Und bei euch vielleicht auch. So, da sind schon mal die ersten Dudes. Das da oben schaut übrigens cool aus. Und holy shit, sind die Frösche hier laut. Okay, da haben wir nichts verpasst, glaube ich. Der ist so ein komischer Stock. Achso, nee, das sind die Fackeln. Alright. Hier sind offenbar die Dudes einfach so am Chillen. Ich dachte, hier sollst du ganz gesetzlos sein und dir... Oh, ihr baut hier Stuff an. Das ist cool. Bauer. Wie läuft's denn so? Gibt eine Menge zu tun. Wir brauchen viel Reis, um die Leute hier alle ernähren zu können. Oh, also sie bauen Reis an. Interesting. Was muss ich über diesen Ort wissen? Sei vorsichtig, wenn du ins Lager gehst, Junge. Da laufen so einige Halsabschneider rum, die einem Neuen wie dir an die Kehle wollen. Ich bin gespannt, was damit gemeint ist. Habt ihr einen Anführer? Der Reislord ist sowas wie unser Anführer, aber die meisten arbeiten nur aus Angst vor ihm und seinen Schlägern. Bei mir sieht das anders aus. Ich habe schon ein paar Jahre auf dem Buckel und keine Lust mehr, mich mit den Banditen im Lager rumzuschlagen. Die Reisfelder sind genau das Richtige für mich. Okay. Das ist wirklich nicht mein Problem. Der Reislord, das ist dann aber nicht Lars, oder? Ah, Pock. Hi, ich bin neu hier. Schön, mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Du bist schon lange in der Kolonie, hm? Stimmt genau, Junge. Ich war einer der Ersten. Oh. Dann weißt du bestimmt eine Menge über all das hier. Tja, wie man's nimmt. Die meiste Zeit verbringe ich hier beim Reispflücken. Nur dadurch bin ich so alt geworden. Wir bekommen etwas Reis ab und vielleicht mal Schnaps. Nicht viel, aber es reicht. Weshalb bist du hier? Die Steuern, mein Junge, die Steuern. Meine Scheune war so leer wie mein Bauch. Da konnte ich nicht mehr zahlen. Oh, irgendwann kamen Soldaten und brachten mich her, aber hier gibt's nicht schlechter... Hier ist nichts schlechter als draußen. Ich werde wenigstens nicht vor Hunger sterben. Hab immer meine Steuern gezahlt. Jahrelang. Aber das hat dem Hurensohn mit der Krone nicht gereicht. Alright. Das war das erste Mal, wo wir so ein bisschen Audio-Bug hatten. Okay. Nehme ich, wenn wir auf den nächsten genauso lang warten. Okay, sind alles nur regular old Bauern. Jo. Hier wahrscheinlich... was? Ich will hier hoch. So. Bauern, Bauern... Oh, Rufus! Hallo? Hallo? So. Hi, ich bin neu hier. Wollt mal fragen, was hier so läuft. Frag jemand anderen. Ich arbeite den ganzen Tag auf den Feldern und krieg nichts von dem mit, was hier läuft. Mann, wie gerne würde ich zum Reislord gehen und ihm sagen, er soll seinen Scheiß alleine machen. Okay, der Reislord wird definitiv noch wichtig sein. Ich frage mich halt, ob das nur der Spitzname von Lars ist. Wenn es dir nicht gefällt, warum arbeitest du dann hier? Es war am ersten Tag, als ich hier war.
er nicht mehr. Lefty, einer der Schläger, die für den Reislord arbeiten, kam zu mir und fragte mich, ob ich mal kurz auf den Reisfeldern helfen könnte. Klar, habe ich gesagt. Ich war neu und wollte mich nützlich machen. Als ich mich am nächsten Tag von der Arbeit ausruhte, steht der Typ schon wieder vor mir. Du willst doch nicht deine Kollegen ganz alleine schuften lassen, hat er gesagt. Ich habe ihm erklärt, dass ich kaputt bin vom Tag vorher, dass ich mich ausruhen muss und so. Aber er hat mir nicht zugehört. Er hat mich am Kragen gepackt und auf die Felder geschleift. Seit dem Tag stand er jeden Morgen vor meiner Tür. Irgendwann bin ich dann von alleine gekommen. Ich wollte keinen Ärger mit den Typen. Das sind richtige Halsabschneider, mit denen legst du dich besser nicht an. Okay, dann hoffen wir mal, dass dasselbe nicht mit uns passiert. Wer ist der Reislord? Er war einer der ersten hier. Hat das Lager mitgegründet und die Reisfelder angelegt. Heute steht er nur noch vor seinem Lagerhaus und streckt seine Wampe raus, der alte Fettsack. Okay, das heißt, der sollte nicht so schwer zu finden sein. Weil hier ist relativ wenig Reis. Dafür, dass die so viele Leute ernähren sollen. Hey du, neu hier, was? Auf den Reisfeldern brauchen wir noch jemanden, der den Bauern Wasser bringt. Da kannst du dir direkt ein paar Freunde machen. Was denkst du? Bring dein Wasser selbst rum. So geht man aber nicht mit Freunden um. Ich glaube, ich muss dir mal Manieren beibringen. Ganz ein Kampf. Alles in Ordnung. Netter Kampf. Tu das nie wieder. Und raubt er mich jetzt aus oder nicht? Na, so viel Herz gebe ich dem sicher nicht. Ich hätte vorher speichern sollen. Belastend. Und jetzt haben wir aber wieder unser Herz, oder? Von vorhin. Das war nur... Genau, okay. So, ich meine, ich... Moment. Ich habe es nicht ernsthaft gespeichert, bevor ich die ganzen Ficker da hinten gemacht habe, oder? Tja. Dann werde ich sicher nie nochmal machen, den Fehler. Einmal muss es einem gefühlt immer passieren in jedem Spiel. Da kann man noch so sehr darauf hingewiesen werden. Speicher häufig, bis das erste Mal dann richtig Progress verlierst. Ich meine, wir haben mit den ganzen Dudes schon gesprochen, aber... Ich werde mal sicherheitshalber das alles durchgehen. Nicht, dass wir dadurch irgendwas dann falsch machen. Achso, genau, mit dir... Habe ich auch geredet. Nicht, dass dadurch irgendwas... Der Geistlord, genau. Nicht, dass dadurch dann halt irgendwas anders wird. Ja. Rufus, genau. Hi. Das war klar, als ich mich am... Du willst nicht. Er hat mich am... Seitdem, das sind... Sada. Ja. Wer ist der? Er war einer. Okay. Ne, das ist immer noch dasselbe. So, und jetzt speichern wir nochmal. Und zwar speichern wir sogar gleich noch einen neuen. So. Alles klar. Dann. Hey du, neu hier, was? Da kannst du dir direkt ein paar Freunde machen. Was denkst du? Ja, okay, vielleicht ist das ein bisschen zu schroff gewesen. Vielleicht später. Später brauche ich aber niemanden. Ich brauche jetzt Hilfe. Willst du mir nun helfen oder nicht? Bring dein Wasser selbst rum. So geht man aber nicht mit. Ein Kampf. Wetterkampf. Okay, Moment. Dammit, die sind ein bisschen stark. Vielleicht sollte ich erst mal ihm... helfen, weil sonst haben wir vielleicht ein Problem. Hey du, da kannst... Vielleicht... Spät... Klar, ich helfe gern. Gut. Geh zum Reislord. Er gibt dir das Wasser und erzählt dir alles andere. Du kannst dein Wasser aber jetzt selbst bringen. Okay, jetzt bin ich gespannt, was deinem Ding geht. Wasserträger für Lefty. Ein ziemlich großkotziger Bandit aus dem neuen Lager, das heißt, wir sind wirklich im neuen Lager, dass ich den Bauern Reisfelder Wasser bringe, obwohl es vermutlich eine stupide Aufgabe ist, habe ich zugesagt, um mir vielleicht ein paar Freunde zu machen. Das zu verteilende Wasser soll ich vom sogenannten Reislord abholen.
Haben wir eigentlich jetzt auch schon Händler? Nee, Händler im... Also wir haben schon Händler im Sumpflager, aber wir haben noch nichts von hier. Der Schläger? Was machst du hier? Ich arbeite für den Reislord. Wenn du was willst, rede mit Lefty. Alright. Und das ist der Reislord. Aber zuerst will ich schauen, ob hier noch jemand ist, mit dem wir reden können, der vielleicht noch mehr Infos über die hier hat. Oh ja. Was machst du hier? Willst du Ärger haben? Entspann dich. Ich bin neu hier. Siehst mir ganz in Ordnung aus. Hier weiß man nie. Da kommt jeden Tag ein neuer Mistkerl, der es wissen will. Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Das hat Lee mich auch gefragt. Aber ich kämpfe nicht mehr. Außer um mich zu verteidigen. Ich habe einmal getötet. Das war einmal zu viel. Deswegen haben sie mich in diese gottverdammte Kolonie geworfen. Und das war nur gerecht. Was ist passiert? Es war ein einfacher Streit in einer Kneipe. Ich wollte den Mann nicht töten. Aber ich habe zu stark zugeschlagen. Ich habe damals als Schmied gearbeitet. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Müsste man nicht theoretisch als Schmied, gerade als Schmied, seine Kraft ziemlich gut kontrollieren können fürs Schmieden? Vielleicht lügt der Dude auch. Der Horatio, glaube ich, hat er geheißen. Er hat mich einfach instant angesprochen, also keine Ahnung. Warum bist du ausgerechnet in die... Oh. Warum bist du ausgerechnet in dieses Lager gegangen? Das will ich dir sagen. Die einzig andere Wahl wären die Sektenspinner gewesen. Aber ich habe keine Lust, mir von den Gurus den Kopf waschen zu lassen. Im alten Lager hätte ich keine Ruhe vor den Gardisten gehabt. Aber die Söldner und Banditen haben Respekt. Sie fürchten dich. Kann schon sein. Immerhin habe ich hier meinen Frieden gefunden. Und das solltest du auch versuchen. Weiß ich noch nicht. Kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Selbst wenn... Zu was würde jemand wie du seine Stärke einsetzen? Um dem Mistkerl hier zu zeigen, wie man mit mir zu sprechen hat, zur Selbstverteidigung. Zur Selbstverteidigung? Dazu musst du nur schnell sein und nicht stark. Glaubst du, dass Schädelspalten besser ist, als seinen Frieden zu finden? Um den Mistkerl hier zu zeigen, wie man mit mir zu sprechen hat. Und bevor du dich versiehst, bist du nur ein weiterer Mistkerl mehr. Nein, dafür werde ich dir nichts beibringen. Oh, ich habe noch mal über... Ich habe noch einmal über die... Und? Okay, also wir brauchen einen neuen... Nein. Dachte ich mir. Wir brauchen hier noch einen guten Grund, aber dann ist er wahrscheinlich ein guter Lehrer. Lefty, schick mich, ich habe Wasser für dich. Ich habe gar kein Wasser, also what the fuck... So, nein, falsch. Hier, Horatio, der Bauer. Horatio will mir beibringen, Stärke zuzuschlagen, doch irgendwo habe ich nicht die richtige Antwort auf seine Frage, wozu, gefunden. Oh, vielleicht kann uns da Diego helfen. Vielleicht. Ansonsten, aber es hieß auch was von Wohnhöhle und noch haben wir nichts von wegen Wohnhöhle gefunden. Also von daher... Sehr gute Frage. Oh, Moment, da geht's noch weiter hoch. Aber zuerst reden wir jetzt hier mal mit dem Reislord. Der Reislord. Nicht nur Reislord, sondern der Reislord. Nicht irgendeiner. Du kümmerst dich um die Reisfelder, richtig? Warum? Suchst du Arbeit? Lefty schickt mich. Ach so, was hat er gesagt? Ich soll den Bauern Wasser bringen. Gut, hier sind ein Dutzend Flaschen Wasser. Es gibt etwa doppelt so viele Bauern, also verteilt sie gleichmäßig. Was heißt denn gleichmäßig? Lefty schickt mich. Ach so. Ich soll den Bauern Wasser bringen. Gut, hier sind... Es gibt etwa doppelt... Haben wir jetzt 24 Becher? Wo stehen das, wenn dann?
Verschiedenes? Krug? Schriftentränke? Nahrung wahrscheinlich? Vierundzwanzig Flaschen Wasser. Mir kommt irgendwie vor, als wäre das nicht so ganz gewollt, aber hey. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Okay. Gut. Wir können jetzt theoretisch doch jedem was geben, oder? Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Und wir müssen uns jetzt jedes Mal diese Animation anschauen. Okay. Es ist nicht so gut. Aber wirklich. Okay, vielleicht sollten wir mit regelmäßig verteilen einfach wirklich jetzt hier schauen, dass wir auf jeder Etage so ein bisschen was verteilen. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Ich meine, wir können natürlich versuchen, alle mit Wasser zu versorgen. Wäre das nicht theoretisch auch ziemlich sinnvoll? Wenn wir jetzt schon irgendwie Lefty doppelt so viel... Mich. Ich habe Wasser für dich. Vielleicht ist aber auch das nicht ein Bug, sondern der Reislord, der wirkt auch so ein bisschen dümmlich. Danke, hat Junge. Literally innerhalb von Sekunden vergessen, dass wir schon mal bei ihm waren. Wäre auch eine Möglichkeit. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ja. Ja, das mit den Animationen jedes Mal abwarten ist ein bisschen ätzend, aber hey. Dafür tun wir was Gutes. So, ich gebe einfach so ziemlich jedem was und das passt schon. Lefty schickt mich. Ich okay, der fängt direkt an zu trinken, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Danke, Mann. Ich. Ja, okay, die sagen auch immer nur dasselbe. Gut. Hallo? Lefty schickt mich. Danke, Mann. Okay, wir hatten 24. Das heißt, jetzt schauen wir dann gleich mal, wie viel wir noch haben, sobald wir mit der Ebene durch sind. Das ist, glaube ich, die tiefste Ebene, ja. Lefty schickt. Und dann können wir theoretisch einfach nochmal alle abgrasen und wenn da noch steht, Lefty schickt mich, dann... Danke, Mann. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir das nicht machen, wird vielleicht nochmal kommen, so, dass da auf einmal 5 bis 10 Bauern vor uns stehen und dann sagen, hey, du Wichser, warum hast du uns kein Wasser gegeben und den anderen Dudes hier schon? Und jetzt hauen wir die aufs Maul. Deswegen laufe ich nicht gern mit viel Kohle rum. Hallo? Lefty schickt mich. Weil das wäre dann natürlich eher ein bisschen, sagen wir mal, kontraproduktiv. Danke, Mann. Gut, sonst noch wer? Ah, Pock. Auf jeden Fall den benannt. Lefty schickt mich. Ich hab was. Irgendwie glaube ich immer hier diese Barriere, die man sieht. Ja, danke, Junge, das habe ich gebraucht. Ist irgendwas mit dem Gewitter, wenn es einmal ein Gewitter zu hören gibt. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Ich frage mich wirklich, ob es da irgendwelche gibt, denen man das eher geben sollte danke, als Junge. Nicht. Vielleicht ist die Zähigkeit der Aufgabe auch einfach, dass man sich immer das anschauen muss. Na ja, Moment, haben wir dir irgendwie Wasser gegeben? Komm. Lefty schickt mich. So, dem da unten, mit dem wir ganz am Anfang geredet haben, geben wir noch Wasser und dann danke, würde ich Mann. Sagen, schauen wir mal, wie viele Wasserflaschen wir noch haben. Lefty schickt mich, ich habe Wasser für dich. Ja, und du säufst das natürlich auch instant sehr schnell, dass die so danke, viel austrinken. Gut, jetzt schauen wir mal. Wir haben noch 10 Flaschen, also wir haben ein bisschen mehr, als wir hätten sollen, machen sollen. Ich würde sagen, wir speichern nochmal. Hier, komm. Oder?
Also. Hey du! Gut gemacht. Du bist ja zu was zu gebrauchen. Ich denke, das ist genau die richtige Aufgabe für dich. Du wirst das ab jetzt jeden Tag tun. Fang direkt wieder damit an. Wie wär's mit Nein? Du kannst dein Wasser ab jetzt selbst bringen. Ach, hast du was Besseres vor? Ich glaube, ich muss dich noch einmal daran erinnern, wer hier der Boss ist. Ganz ruhig. Ein Kampf. Hier waren die Kämpfe besser. Tu das nie wieder. Okay. I see, der ist machbar. Hey du, ich denke... Aber ich frage mich, was passiert, wenn wir das jetzt einfach nicht immer wieder machen, so. Mit dir jetzt noch? Lefty schickt. Ach so! Ich soll den Bauern Wasser bringen. Gut. Es gibt etwa doppelt so viel. Was passiert eigentlich, wenn wir da reingehen? Das würde ich jetzt gerne nochmal wissen. Hey, du! Okay, das wollen... Oh, das wollen die gar nicht! Schnell! Sicherheitshalber lade ich nicht, dass die mir jetzt sehr böse sind. Okay, wir versuchen nochmal Lefty zu einem Duell herauszufordern. Möglichst weit weg positionieren, dass wir... Nein, falsch. Möglichst weit weg positionieren. So. Ah, ich glaube. Nicht aufregen. Ein Kampf. Ganz ordentlich. Nicht so kurz. Tu das nie wieder. Okay. Aktuell noch nicht gut, aber mit Rüstung, weil der macht uns halt zu viel Schaden. Wir brauchen ein bisschen Rüstung, ein bisschen Stärke noch. Und dann würde ich sagen, ist alles cool. Das ist meine Frage. Kann ich jetzt hier reinschleichen? Dann schauen wir mal. Ich meine, gerade die Banditen habe ich echt keine große Ding hier zu bestehlen. Nein, links, rechts, links. Links, rechts. Fuck off. Links, rechts, links, 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 rechts. So. Her mit dem Stuff. Reisschnaps. Sehr schön. So. Okay, jetzt kurz schauen. Okay, wir sind jetzt hier im Lager des Reislords. Oh ja. Vielleicht sollten wir wieder hier rausschleichen. Und zwar möglichst so, dass uns keiner dabei erwischt, dass wir hier drin sind. So. Keiner böse auf mich? Schaut soweit gut aus. Nice. Dann würde ich sagen, speichern wir nochmal. Wir können das gleich überschreiben. Und dann würde ich sagen, gehen wir hoch, weil... Ja, ich habe jetzt keinen Bock hier die ganze Zeit Wasser zu. Ich bin auch gespannt, was passiert, wenn wir einfach das nicht weitermachen. So wird Lefty irgendwann sagen, Alter, warum arbeitest du nicht mehr? Oder irgendwas? Hast du vor, durch dieses Tor zu gehen? Willst du mich aufhalten? Nein, aber du solltest wissen, was dich erwartet. Es läuft hier nicht so wie im alten Lager und erst recht nicht so wie bei den Sektenspinnern. Und wie läuft es hier? Es gibt hier keine Gardisten oder Templer, die auf dich aufpassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und die Einzigen, die zusammenhalten, sind wir Söldner. Oh, na kann ich da zufällig mitmachen? Was machen die Söldner? Wir. Wir sind die Söldner der Wassermagier. Unser Ziel ist es, hier auszubrechen. Wir arbeiten hart dafür. Und wir wollen uns hier keinen Lenz machen wie die Lumpen aus einem alten Lager, die sich nur auf den Schultern der Buddler ausruhen. Und wir alle folgen Lee. Er ist ein großer Mann. Nur er hält dieses verdammte Lager zusammen. Da haben wir aber auch schon ein bisschen was anderes gehört. Was machen die Magier? Sie erforschen die magischen Eigenschaften des Erzes, das unsere Schürfer aus der Mine holen. Soweit ich das verstanden habe, wollen sie den ganzen verdammten Erzhaufen in die Luft jagen, um die Barriere wegzusprengen. Klingt gefährlich.
Sie sagen, wir sollen uns keine Sorgen machen. Ich würde nicht auf Sie hören, wenn ich ihr wärt. Ihr habt einen riesigen Haufen Erz hier? Kann man wohl sagen. Wenn wir den mit der Außenwelt tauschen würden, würde uns der König seine Frau dafür verkaufen. Aber wir werden einen Dreck tun, dem alten Sack das Erz zu geben. Wir wollen hier raus. Ich frage mich, ob es mehrere Enden gibt in dem Spiel. Es ist ein altes Spiel, es könnte nicht der Fall sein, aber es wirkt irgendwie so, als würden wir beim alten Lager halt quasi unsere Mainquest am ehesten machen. Bei den Sumpftypen werden wir vielleicht irgendwas mit dem Schläfer zu tun haben und hier kommen wir vielleicht wirklich im Endeffekt raus. Aber kann ich mir auch ehrlich gesagt fast nicht vorstellen, dass wir hier gut rauskommen, also. Wo ist der Erzhaufen? Willst du mal richtig viel Erz sehen, was? In der Mitte der Höhle ist ein Loch, da kippen sie alles rein. Aber ran kommst du da nicht, das kann ich dir gleich sagen. Die Magier und unsere Leute bewachen das Erz Tag und Nacht. Ich war nur neugierig. Natürlich, ja klar, beste Antwort ever. Was ist mit dem Rest der Leute? Alles Banditen. Sie kümmern sich keinen Deut um das Lager. Ich würde sie nicht mal das Vortor bewachen lassen. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, dort ein paar Bauern hinzustellen. Warum macht ihr es dann nicht so? Ich meine, ihr seid jetzt hier relativ spät. Ihr seid nach eurem ganzen Fressen die erste Verteidigungsinstanz. Also, ergibt nicht so viel Sinn. Wie ist die Lage zurzeit? Die Schürfer sammeln noch. Wenn sie genug Erz haben, jagen wir den Haufen in die Luft. Ich glaube, auf der Karte wird bald ein Loch sein, ein sehr großes. Wie ist die Lage? Die Schürfer sammeln. Okay. Pass auf deinen Rücken auf! Das hört sich relativ so an, als würde es tatsächlich mal Bumm machen irgendwann. Nee, wie wär's mit dem hier? So. Gut. Oh, kleiner See hier. Aber es schaut immer noch nicht wirklich nach Wohnhöhle aus. Wer bist du? Homer. Willst du gerade was schreiben oder was? Hältst du nach irgendwas Ausschau? Ich suche undichte Stellen im Damm. Ich habe den Verdacht, dass ein Lurker am Fundament des Damms nagt. Das Vieh wetzt seine Zähne und Krallen an den Steinen und Holzbalken unter Wasser. Auf diese Weise ist bald der gesamte Damm untergraben. Kann ich dir helfen? Klar. Halt das Vieh davon ab, weiter an meinem Damm rumzunagen. Ja, aber wir können unter Wasser nicht kämpfen. Das ist eher schlecht. Wo finde ich das Biest? Ich würde auf der anderen Seite des Sees suchen. Keiner von den Leuten hier geht dahin. Wahrscheinlich hat es da seine Höhle. Oh, okay. Hast du den Damm gebaut? Ja, als wir damals das neue Lager gegründet haben, habe ich den Damm errichtet. Natürlich haben alle mitgeholfen, aber ich war der Baumeister. Können wir dich ab sofort Bob nennen, Bob der Baumeister? Ich nenne ihn ab sofort Bob der Baumeister. So, da unten sind die ganzen Dudes. Da ist das Reislager, Reislordlager. Alter, das ist nicht so einfach auszusprechen. Und sind das jetzt die Wohnhöhlen? Okay, Mann, ich bin hier gerade ein bisschen verwirrt. Okay, also das ist der See und das ist alright. Okay, jetzt ergibt es schon ein bisschen mehr Sinn, was hier so mit dem neuen Lager auf sich hat. Ich will jetzt aber erstmal, bevor wir da hingehen, erstmal hier hoch. Und auf der anderen Seite des Sees soll dann das Lager von diesem Ding sein. Lurker am Damm. Wenn ich ihn aufhalte, wäre der Damm wieder zu reparieren. Der Lurker muss seinen Ruheplatz auf der abgelegenen Seite des Stausees haben. Und Horatio will mir beibringen, stärker zuzugehen. Genau, da müssen wir noch das Ding. Was mit dem Wasserträger für Lefty passiert, wenn wir einfach nichts mehr machen, wäre auch ganz interessant. Ah, genau. Hier ist der Weg hoch. Dann schauen wir mal. Ich hoffe mal, hier gibt uns jetzt nicht gleich einer aufs Maul, weil wir hier nicht hin sollen. Was mit euch? Wofür ist diese Winde? Oh! Könnt ihr noch einen guten Mann brauchen?
Lee wird keine Leute bei den Söldnern zulassen, die nicht schon eine Zeit lang hier waren und Erfahrungen gesammelt haben. Wenn du hier im Lager bleiben willst, musst du dich zuerst mit den Banditen rumschlagen. Okay. Aber ich würde gern wissen, wofür diese Winde ist. Und da ich das wirklich gerne wissen würde, werde ich mal ganz kurz den hier machen. Okay, ich glaube, wir werden nicht ganz kurz den hier machen, weil das nicht so gut für unsere Gesundheit ist. Gut, dass ich vorher gespeichert habe. Aber ich schätze mal, die Winde... Oh, die wird das Tor da unten zufallen lassen. Rechts, rechts, links, links, rechts. Okay, das ist jetzt gar nicht so bad. Ich sag mal so, das Schlösserknacken und so weiter ist echt nicht die schlechteste Option. Und das Schleichen mit dem Schlösserknacken zusammen. Links, rechts, links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, links, rechts. So. Reiterbogen. 12 Geschicklichkeit haben wir, glaube ich, sogar. Okay, schauen wir uns gleich mal an, sobald wir hier rausgeschlichen sind. Wobei, theoretisch, ich darf doch hier sein, oder? Ich darf nur nicht die Kisten aufmachen. Ich darf hier sein, oder? Er greift mich nicht instant an, also von daher... Hey, wir haben einen geileren Bogen. Oh, und jetzt kommen wir hier hoch. Okay, ich weiß jetzt nicht ganz, was es bringt, jetzt hier hochzugehen. Oder ist hier noch jemand? Nope. Oh. Okay, jetzt will ich das aber wissen. Reiterbogen im Vergleich zum Kurzbogen macht mehr Schaden, braucht aber auch mehr Geschicklichkeit. Aber wir haben genug, oder? 14 haben wir. Ja, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Dann würde ich sagen, oh, es wird Nacht. Und da war kein Bett, oder? Da oben. Ah, okay, wir... es hat doch irgendwas von Wohnhöhle geheißen. Das wäre ganz angenehm. Wir speichern nochmal, weil wir haben ja jetzt doch ein bisschen Fortschritt gemacht. So, da. Hier. Oder ist hier ein Bett? Ist schon nach 19 Uhr. Mit dem können wir nichts anfangen, okay? Okay, hier sind Betten. Okay, hier sind einfach richtig arschviele Betten. Ich meine, wenn nur keiner irgendwas dagegen hat, dann lege ich mich mal hin und schlafe. Hier ist einfach niemand. Hier ist einfach so random niemand und 100 Betten stehen da. Gefällt mir bis jetzt mit am besten. Und ich hab da geschlafen und keiner sagt was. Bauern, Bauern, ganz viele Bauern, ja. Oh, Lefty schickt mich, ich hab Ding für dich. Lefty schickt mich, ich hab Wasser für dich. Danke, Mann. Jetzt ist die Frage... Ist es tatsächlich geplant, dass wir die hier auch mit einbeziehen oder nicht? Wahrscheinlich schon, oder? Na gut. Ich habe auch hier mal was verteilt, also von daher kein Problem. Jetzt bin ich aber gespannt, was... Wobei, wir haben theoretisch jetzt einem hier Wasser gegeben, also... So falsch kann das jetzt hier nicht sein. Alright, dann würde ich sagen... Oh, Moment, wo geht's denn hier lang? Okay. Nee, aber ich glaube, dass... Oh, dort hinten wird dann das mit dem Lurker wahrscheinlich sein, oder? Aber Lurker sind halt doch noch ein bisschen stark, oder? Oh. Oh, das Lager ist doch größer, als ich dachte. Es könnte sogar sein, dass es das größte Lager ist. Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es.
Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Oh. Was hältst du von etwas Erz als Eintrittsgeld? Wie viel Erz ist denn etwas Erz? Was denkst du über 50 Erz? Das ist ziemlich genau die Hälfte von dem, was ich als etwas Erz bezeichnen würde. Okay, dann nicht. Fickt euch halt. Ich meine schon, wir haben schon genug Erz dabei, aber... Sollte jetzt wirklich 100 Erz Eintritt zahlen oder kann ich auch irgendwie sagen, fuck you? Ihr lasst ja nur Banditen und Schürfer rein. Gegen die Brüder aus der Sekte haben wir auch nichts. Aber sonst kommt uns hier keiner rein. Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Siehst nicht aus wie ein Schürfer, so kommst du hier nicht rein, Junge. Boah. Okay, wisst ihr was? Moment, habe ich nicht gerade eigentlich gespeichert? Oder war das vor? Nee, das war bevor ich geschlafen habe. Okay, nee. Dann würde ich sagen, speichern wir noch einmal und von mir aus bisschen Eintrittsgeld, leck mich halt am Arsch. Wie viel Erz? 100 Erzbrocken sollten reichen. Ein wahres Wort, du kannst reingehen. Nice. Wer der andere jetzt auch sagt, ich will auch noch ein bisschen. Oh, hier ist einer von den Baals. Interesting, aber wir sollten die ja nicht ansprechen, oder? Cypher. Frag mich, ob das irgendwas mit der Matrix jetzt gerade hier zu tun hat. Geil, mit dem können wir einfach gar nicht reden. Hat sich instant gelohnt, 100 Erz auszugeben. Senyan. Du kommst aus der freien Mine, richtig? Richtig. Wie hast du das bloß rausgefunden? Ein Schürfer. Okay. Ich würde gern halt mit irgendjemandem reden. Na, wie steht's in der Mine? Wir haben das meiste hinter uns. Nur noch wenige Wochen, dann haben wir genug. Okay. Was ist hier? Oh, hier geht's irgendwo hoch. Hier oben ist einfach nix. Okay, aber es schaut so aus, als wäre es vielleicht gewollt, dass man hier irgendwie hochkommt. Wenn man halt... Vielleicht ist es auch nicht gewollt, dass man da hochkommt, aber warum gibt es dann hier oben? Aber vielleicht hat es noch irgendwas, dass der irgendwie eine Quest mal zugibt. Aber gut, wir sollten den eigentlich nicht ansprechen, aber... Du siehst nicht sehr glücklich aus. Bin ich auch nicht. Ich muss noch einen ganzen Berg Kraut loswerden. Du bist hier, um Waren aus dem Sektenlager zu verkaufen? Ja, aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Ich dachte, die Baals darf niemand ansprechen. Oder gilt das nur, wenn die im Sektenlager sind? Oh. Ich könnte das Kraut für dich verkaufen. Gegen Beteiligung, versteht sich. Vergiss es. So besoffen bin ich nun auch wieder nicht. Du brennst doch einfach damit durch. Hier trinkt noch einer auf meine Rechnung. Überleg dir. Zeig mir, was du hast. Hier. Okay, geil, der hat nur Kraut. Aber bei dem... Wobei, wir brauchen eigentlich kein Kraut. Dammit. Überleg's dir. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Nee, Mann, ich schaff das schon noch. Okay, also bei dem vielleicht trinkt noch einen auf meine Rechnung. Hier, trink noch einen auf meine Rechnung. Danke, Mann. Ich trinke auf dein Wohl. Ja. So, und jetzt her mit dem Kraut, du Pisser. Überleg's dir. Gib mir das Kraut und wir teilen den Gewinn. Nee, Mann, ich schaff das schon noch. Vielleicht müssen wir später herkommen. Weil wir können dem nicht auch noch einen
andrehen. Von daher... Okay, eine Sache noch. Ich glaube, es wird zwar eher nicht so gut sein, wenn wir hier hintergehen, aber hey. Oder vielleicht doch. Oh. Was machst du hier? Ich brenne den Reisschnaps, Junge. Hier, nimm eine Flasche, aber sag nichts Silas. Warum nicht? Wie läuft das Schnapsbrennergeschäft? Ich kann kaum so viel nachlegen, wie die Kerle wegsaufen. Ist auch ganz gut so. Solange ich hier genug zu tun habe, lassen mich die Jungs vom Reislord in Ruhe. Okay. Was kannst du mir über den Reislord sagen? Er ist ein verdammtes Schwein. Seine Schläger suchen sich die Schwachen aus, um sie zur Arbeit auf den Feldern zu zwingen. Der Einzige, der sich wehren könnte, ist Horatio. Aber der hat mit Gewalt nichts am Hut. Ich habe mal gehört, wie er gesagt hat, er würde dem Reislord gerne den Schädel einschlagen. Aber das würde der nie tun. Seine Überzeugung hält ihn davon ab. Aber vielleicht können wir ihm das sagen, ne? Wie läuft? Ich kann kaum so viel. Ist auch. Okay. Ich glaube, wir haben gerade vielleicht eine gute Ding gehabt. Mit dem ganzen Shit kann ich nichts anfangen. Okay, wir speichern noch einmal. Und dann würde ich sagen, schauen wir, was hier oben ist. Keine Ahnung, ob ich überhaupt hier hoch darf. Vielleicht sind es auf seine privaten Gemächer. Deswegen schleichen wir mal. Oh, hallo. Silas. Hallo? Hallo? Ich will was trinken. Wie läuft's denn so? Gut. Wir verkaufen hier unseren selbstgebrannten Reisschnaps für gutes Erz. Kommt ja auch genug rein. Wo sollen die Jungs ihr Erz auch sonst hinbringen? Ich will was trinken. Dann musst du zahlen. Okay, was hast denn du überhaupt? Rasiermesser. Wofür brauchen wir ein Rasiermesser? Das hört sich aber irgendwie so an, als könnten wir das tatsächlich für irgendwas mal brauchen. Naja, Dietrich, okay. Tränke, ja, okay, der hat halt Wein. Oh, der hat aber viele Pfeile. Sehr gut, dann tauschen wir, würde ich sagen, mal wieder Pfeile gegen Erz. Das, falls wir mal wieder irgendeinen Kampf verlieren, nicht so am Sack sind. Wo ist das? Hier. Damit die uns nicht ganz so viel wegnehmen können. Jo, das würde ich sagen, nehmen wir so. Dietrich haben wir immer noch 8. Das soll... Hä? Moment. Ich glaube, ich habe gerade irgendwie den einfach abgebrochen. What the fuck? Ich habe den jetzt einfach gerade irgendwie so ab... Hä? Und dann konnte ich auch nicht mehr nachher mit dem reden. So, what the fuck einfach nur. So, jetzt nochmal kurz Silas. Oder Silas. Oder wie auch immer. Ich will was... Dann musst du... So, gut. Ich weiß nicht genau, warum das gerade war. Kann es sein, dass hier im neuen Lager alles ein bisschen buggy ist? So, ich habe nämlich wieder mal irrtümlich auf Escape und nicht auf Enter gedrückt. Wie läuft's? Gut, kommt ja. Okay. So, jetzt will ich nochmal ganz kurz speichern. Und schauen, je nachdem, wo der jetzt ist und was er macht... Ich dachte, ich kann den jetzt hier irgendwie ausrauben. Ah, vielleicht kann ich das doch. Verpiss euch. So. Na dann. Links, rechts, links. Links, rechts, links, links. Ja, mit eurem Shit. Also ich muss sagen, hier Taschendiebstahl, beziehungsweise es ist ja kein Taschendiebstahl, aber hier Schloss knacken und so weiter ist schon echt gut. Ja, näher hin, ich weiß. Rechts, links. Okay, rechts, links, links, rechts. So. Ja, nehmen wir alles. So. So, man darf sich halt nur beim Schleichen nicht erwischen lassen. Aber sonst, wenn die
das nicht merken? So, warum soll ich das nicht machen? So. Bist du mir jetzt nicht böse oder irgendwas? Alles cool, die haben mich da auch nicht gesehen. Silas ist da. Ja. Alles cool. Ich weiß nur noch nicht ganz, wie wir ihn hier dazu kriegen, das Kraut mit uns zu teilen. Aber na gut, das würde ich sagen, den Rest des neuen Lagers erkunden wir beim nächsten Mal bei Let's Play Gothic 1. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und tschüss, Leute.